Das Game war wirklich mehr als verwirrend, das war eine ganz komische Kiste. Problem ist halt, die Kills auf Nami sind auch nur bis dahin gut, bis sie Imperial Mandate hatten. Danach ist es halt nicht mehr worth. So. Das ist jetzt ein. Okay, das wird jetzt genau 180 Grad geturnt, das letzte Game. Also absolut. NASA clean. Zucker. Mega. Carry. No tilt, no flame, only good gameplay. Versteht das? Was soll das hier? Zack. Ich habe 5 Gold bekommen dafür, dass ich den Ward gelastet habe. Bitte was? Junge, Inflation hittet auch in League hart. Ich brauch andere Musik. Ich brauch Deutschpop. No one gets broken on my watch. Oh, die gefällt mir jetzt schon. Ja, die Renata ist Alpha. Achso, ist schon. Lol. Ist schon die zweite Wave. Ich dachte gerade, wieso bin ich Level 2? Jetzt haben die Rumble Jungle. Müssen wir eigentlich nicht so viel Angst vor haben. Magic's different than I imagined. Involves more power. Ja, ich würde sagen, wir lassen halten die Wave einfach gepusht. Kaiser ist schon solo, dass sie kein All-In mehr spielen können eigentlich. Boah, ich glaube, da brauchst du gar nicht flashen, wirklich nicht. Aber gut, sicher ist sicher. Schon so low, ne? Wenn sie da gerade ihren Handshake zu uns gemacht hätte mit Ignite. Ah, die spielen mit Heal, ne? Muss ich respekten. Ich glaube, wenn Rumble kommt, ist das ein ziemlich sicherer Triple für uns. Let's go! So nämlich. Aua, mein Hals. Aber let's go! Let's go! So nämlich! Das war sehr schön. Sehr, sehr schön. Mit Ansage, ja, ja. Da ist ja der YouTube-Winkel. Die Presence auf meine Renata überlebt oder mit Flash.
Guck mal, aber ich habe jetzt schon 60 extra Gold. Das ist ein ganzer Pott. Und ohne Triumph wäre ich vielleicht gestorben gegen die Kaiser. Ancient evil or not, we can win. It's time to prove it. Muss ein bisschen. Ah, die Dingens ist Mitte. Boah, schön. Ui. Sag ich doch, das ist das Reverse Game. Letztes Game lief alles schief, dieses Game klappt alles. Ich predikte jetzt, ich gehe, warte mal, ich muss mir kurz das Enemy-Team angucken. Ah, die haben Trinder mehr, die haben Yone. Ich sage, ich gehe 17-3 dieses Game. Minute 6 Essence Reaver, kann sich sehen lassen. Die ist sauer, das war persönlich. Den Blue-Buff contesten wir auf jeden Fall. Ja, dafür ist dieser Ping halt geil, ne? Der hört sich auch geil an. Ich glaube, das wird mein neuer Main-Ping. Ah, ein bisschen früher, aber ihr gewinnt es einmal, oder? Aber ihr gewinnt es nicht. Oh, scheiße. Ist okay. Also 17-3 gehe ich. Ob 3 Tode oder 3 Assists, das weiß ich noch nicht. Voila. Nein. Oder 3 Kens gemisst. Lass die Rave mal hier stehen. Gerade ist eh nichts los auf der Map, deswegen habe ich keinen Sinn, das hier zu pushen. Okay, Relista. Moin. Hola, amigos. Ja, habe ich deinen fetten Arsch habe ich reinmoven sehen, Rel. Jetzt müssen wir ein bisschen respekten. Sind die schon 6? Nee, okay. Solange die nicht 6 sind, müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen um Gank. Kaiser ist jetzt 6. Oh, da war ein Crit, habt ihr gesehen? Da war ein Crit. Ein sneaky Crit. Fühlt sich an wie früher mit der Crit-Rune. Wir pushen ja einfach weiter. Aber aktuell schaffe ich es noch umzugehen. Auch mit Essence Weaver, ne? Nehmen wir noch ein Plating hier? Ja, unser Tempo ist jetzt eh schon im Arsch. Ah, ich glaube, wir stayen hier. Ich glaube nicht, dass wir Base gehen, ehrlich gesagt. Rumble ist top. Der hat auch gar keinen Bock mehr, Bot zu ganken. Wir nehmen hier einfach den Tower Minute 10. Da kennen wir nix. Ah, wobei. Wafus Verschwindibus. Oh, meint ihr, die haben Spaß? Meint ihr, die Gegner haben Spaß? Die kriegen nicht mal die Wave. Nicht mal die gönne ich euch. Nee, nee. Ihr müsst jetzt das ausbaden, was mein Team mir letztes Game angetan hat. Ich weiß, das tut weh, aber... Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit. Alles, was mein Team mir letztes Game angetan hat, das kriegt ihr jetzt 10-fach zurück.
Eigentlich sollen wir für Top spielen anstatt für Drake. Ich glaube, Toplane ist wichtiger als Drake. Aber wir können ja beides spielen. Jetzt bin ich wieder alleine, weil die Renata nicht top. Ne, dann gehe ich auch nicht top. Wir haben gelernt gestern, wenn mein Supporter nicht zu mir move, dann move ich auch nicht. So, bringt jetzt nichts mit, als 4-0 Ezreal Toplane alleine stuck zu sein. Dann fight ich halt mit. Und da ist er. Ich darf meinen Stuhlkopf nicht immer durchsetzen. Wenn mein Team nicht im Topside spielen will, dann spielen wir nicht im Topside. Ist vielleicht sogar besser so. Vielleicht liege ich ja auch falsch. Ist wahrscheinlich wirklich besser, einfach hier Top Mitte zu sein. So, wir haben jetzt noch 12 Minuten für Playthings. Ah, ich brauche noch eine Wave. Ey! Wer hat dir denn erlaubt zu überleben? Was soll das Scheiße? Dreist. Finde ich ein bisschen dreist, dass sie das überlebt, ehrlich gesagt. Einfach ohne Erlaubnis. Nee. Ich will nicht bot-moven. Ich darf nicht vergessen, dass ich ein AD-Carry bin. In dem Sinne fight ich jetzt den Jungler. Ah! Scheiße. Du bist Krankenslayer in Base. Wenn man er hätte, dann ist es wirklich ein ganz netter Champ, das stimmt, ja. Meinst du nicht, man sollte trotzdem Muramana gehen auf Crit Ezreal? Naja, also wenn du Muramana gehen willst, dann solltest du nicht Crit Ezreal gehen, so rum. Cool. Also der Sinn von Muramana ist ja, der Sinn von Crit Ezreal ist ja, dass du auf dem dritten Item Navoris kriegst. Boah! Wo ist sie hin? Ist einfach wie so ein Luftballon geplatzt. Einfach weg. Ich glaube, das war aber Crit und Kragenslayer Proc gleichzeitig. Das sah schmackhaft aus. Jetzt habe ich gesagt, 17 Kills. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Gegner spielen das nicht mehr so lange, das Game. Vasco, danke für den Raid, Maschine. Ich hab hier was ganz. Ich bin hier an was ganz Großem dran, Vasco. Crit Ezreal. Ganz heiße Nummer gerade.
Nein! Ich bin so ein Inter. Tja, FF. Ich hab mal gesagt, 3 Tode. Die Q kann nicht critten, nee, aber die Q pockt Krakenslayer. Junge, wäre ja noch schöner, wenn er es mit Q crittet, Alter. Oh, dann wäre dieser Item-Bild ja so broken. Einfach mal so casual 800 Damage Q. Könnten sie eigentlich machen. Wäre eigentlich ein geiler Change. Finde ich persönlich. Okay, aber da haben wir gerade gesehen, wir sind zwar ein 8-0 AD Carry, aber Yone ist immer noch Yone. Das war nochmal ein ganz kurzer Reality-Check an der Stelle, um nicht zu vergessen, dass Yone Yone ist. Hard work pays off. Ich meine, der ist ja auch ein Level über mir. Reicht nicht, dass ich 8-0 bin. Das ist schon sehr nasty, holy shit. Hilfe. Ah, war zu deep. Oh, Rell-Ulti ist immer noch so ein weirder Spell, ne? Das ist so ein komischer CC, in diese Scheiße reingezogen zu werden. Das Move, alles was Movement verändert, fühlt sich so komisch an. Das ist mit Kisante das gleiche, ne? Als ob man Disconnect hat. Okay, da haben wir also rausgefunden, da wurden unsere Limits erreicht. Unsere Limits heißen Tryndamere-Ult. Wie in einem Moor zu versinken. Das ist tatsächlich eine sehr gute Beschreibung, ja. True. Erschreckend, wie genau es das beschreibt. Jetzt will ich es aber wissen. Du bist AD Carry, meine Liebe. Du bist AD Carry. Jetzt bleib mal bei deinen Leisten hier. Dann halt nicht. Ich habe keine 7 Dashes. Nur ein. Hat Tryndamere schon wieder Ult? Nee, oder? Never. Nee, ich will hier nicht T2 zum Siegen. Das ist irgendwie ein bisschen. Mehr. Ja, aber den ganzen Jungle hier. Eigentlich müssen wir für Bot T2 spielen. Ich glaube, das wäre das Smarteste. Mitte können die halt immer auf uns drauf kollapsen. Da kommen wir nicht ran. Da will ich auch gar nicht ran. Du stinkst nämlich. Oh. Na gut. Hat er selber eingesehen, dass er stinkt. Ja, ich weiß auch nicht, was das für Musik ist. Ich fühle dich irgendwie nicht so. Weg damit. Wir machen jetzt das genaue Gegenteil von dieser Musik. Ja, schon besser. Viel besser. Ich wundere, dass ich keine Kills mehr gekriegt habe bei der Musik. Oh.
surrendern die einfach, die Schweine. Ist ja unglaublich.